Was geht hier so zusammen? Willkommen zu einem neuen Video von mir, Aiko Duka. Ihr wisst Bescheid, I am back. Und ja, ich dachte mir, hier kommt jetzt der letzte Top-Kommentar von meinem letzten Review. Perfekt, Digga. Heute schauen wir uns den Benga Tobacco Regionalliga Aftergame mal etwas genauer an. Fight Bangs Tabak ist jetzt schon, glaube ich, knapp 2 Wochen draußen oder so. Ich hatte den auch relativ zeitnah, nur, ja, ihr kennt mich ja. Tabak ist schon drin gelagert, ähnlich wie es von Almasiva kennt. Soll auch der gleiche Hersteller sein. Zieht man ab, Tabak ist drin. Und Tabak, Schnitt und Feuchtigkeit passt. Ich fand den auch von Almasiva oder wenn man es auch mit Holster vergleichen würde, finde ich es relativ ähnlich. Mittel bis fein passt. Feuchtigkeit reicht auch vollkommen aus. Und ja, was soll das Ganze denn sein? Blaubeere Kiwi. Und ich bin großer Blaubeere Kiwi Fan vorab. Ja, schauen wir uns den mal ein bisschen genauer an. So, Köpfchen ist angeraucht und ich rauche in meiner Mouse Breeze 2. Was ist denn das überhaupt für eine? Irgendwas Frosted meine ich, keine Ahnung. Nebenbei erwähnt, ich bin übrigens sehr aktiv auf Twitch. Könnt mir gerne ein Follow da lassen und gerne mal im nächsten Stream mit dabei sein. Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich heiße der iCode_Hooker. Ich muss sagen, die Kiwi erinnert mich ein bisschen an den Kiwi Punch von Holster, muss ich sagen. Und die finde ich auch übrigens sehr lecker. Ich meine auch, das ist jetzt so mein 3. oder 4. Kopf. Und ich habe so mir 4 Sorten rangezogen vom Banger. Und der ist bis jetzt mein, kann ich schon sagen, schon mein Favorite. Kommt natürlich drauf an, mögt ihr Kiwi? Vor allem, da ich finde, die ähnelt sich sehr zu der von Holster und auch Blaubeere. Dann könnte das vielleicht was für euch sein, denn ich finde, die Kiwi ist schon im Vordergrund. Und wird begleitet von einer dezenten Blaubeere, wie ich finde, die schon in einer künstlichen Richtung hingeht, was ich jetzt gar nicht so schlimm finde, weil die meisten Blaubeeren, also ich kenne keinen Tabak, der jetzt so authentisch nach Blaubeere schmeckt, muss ich euch ehrlich sagen, also zumindest in der letzten Zeit. Die Blaubeere passt sehr gut zu dem Kiwi zusammen, die ist halt eben im Hintergrund, rundet das Ganze ab, das ist eine sehr süße Mische, es kommt so eine Blaubeerenote, die so am Ende mitschwingt, die dann wirklich passend zur Kiwi ist. Das ist wirklich komisch zu beschreiben. Alles in allem finde ich die Kombi sehr nice. Leicht spritzige Kiwi, gepaart mit einer süßen Blaubeere, die das Ganze so abrundet. Und wie gesagt, Kiwi-Blaubeere ist absolut mein Favorite. Und das in der Kombi finde ich auch sehr gut umgesetzt. Und wenn ihr sagt, Kiwi und Blaubeere ist absolut mein Ding, dann kann ich euch den problemlos empfehlen. Allerdings muss ich noch eine Sache erwähnen, und zwar, ich habe den einmal ein bisschen mehr, ja nicht Vollkontakt direkt, ich habe den mit Noppenkontakt geraucht. Macht man ein bisschen mehr Tabak dazu, dann kann er schon leicht brennen. Und zwar, der schmeckt nicht direkt verbrannt, sondern da gibt es so eine Note von sich, dass er halt wirklich zu stark ist in dem Moment. Deswegen seid ein bisschen vorsichtig, ihr könnt ihn auch voll entspannt auf Abstand rauchen oder mit leichtem Noppenkontakt, so wie ich es jetzt zum Beispiel gerade mache. Ich rauche mit 3 Kohlen, einer Smokebox und meinem Kong-Kopf. Und das wär's dann auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, Abo da lassen. Ihr wisst Bescheid. Und wir sehen uns dann wieder am Freitag, meine Freunde. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.